spawned! In a tuft of parfits, no more than a stone's throw from the angel! On monkey's fall from Tottenham! Greek, in der Oper von Turnage geht es um den jungen Eddie. Eddie löst sich von seiner Familie, will in die große weite Welt hinausgehen, schafft es aber eigentlich nur vor die Tür. Eigentlich bleibt er im East End Londons hängen, lernt dort eine junge Kellnerin kennen, wo er doch glatt in einem Café den Café-Manager tötet, die Kellnerin heiratet mit ihr das Café, das floriert, sie leben 10 Jahre zusammen und ja, uns kommt die Geschichte schon ein wenig bekannt vor. Das Ganze ist nämlich eine Ödipus, moderne Ödipus-Überschreibung. Und genau, und am Ende findet natürlich auch unser Ödipus, unser Eddie heraus, dass er seinen Vater getötet, seine Mutter geheiratet hat, aber ob er sich dann wie in der klassischen Mythologie die Augen ausstechen wird, das finden wir dann noch heraus. Wie wir erkennen, ist das ein Fußballrhythmus. Der Turnage hat eben dann gesagt, ja, das ist irgendwie so schon lächerlich, wenn ich das in die Oper einbaue. Aber das macht mir gerade so Spaß, also mache ich das mal. Und das hat er tatsächlich dann als, sagen wir mal, den roten Faden durch das ganze Stück gezogen. Das Stück beginnt so und endet dann auch ziemlich, also hört man dieses Motiv im Klavier. Und das ist quasi ein Leitmotiv sozusagen. Das ist wie wenn der Schicksal, also wenn Schicksal wieder immer wieder kommt und er versucht ja immer zu entkommen, aber er kommt einfach nicht daraus. Also das Schicksal hat ihn einfach so gepackt. Or a bolt of flint from Stamford Hill. It's a cesspit, right? A scumhole tends with the dregs who prop up corner pubs. The kind of pubs where ye old arseholes assemble. Interessant ist, dass wir Greek auf dem Parkdeck hier bei der Deutschen Oper Berlin aufführen und nicht auf der großen Bühne, was ich natürlich großartig finde, weil wir hier draußen sind, weil wir ist es hier richtig edgy, ist es irgendwie dreckig, aber gleichzeitig sind wir hier in einer Zwischenwelt von Bühne, aber auch gleichzeitig draußen. Also und das alles, da befindet sich auch unsere Hauptfigur da drin. Er befindet sich in der Mythologie, aber er befindet sich auch in dem Arbeitermilieu des East Ends in London. Und das finde ich eigentlich spannend, dass wir nicht die klassische Opern- oder Theatermagie haben, die eine Bühne mit sich bringt, sondern dass das alles aus der Musik herauskommen muss, aus den Sängerinnen herauskommen muss und wir das auch live, auch physisch als Zuschauerinnen und Zuschauer miterleben können. Es klingt nach sehr viel. Also er hat das in sehr jungen Jahren geschrieben und wollte wahrscheinlich auch sehr viel reinpacken. Hat am Anfang wahrscheinlich zu viel eingepackt und dann hat sein Mentor, der Hans-Werner Henze, ihm gesagt, du, weniger ist mehr. Hat das dann noch 2 Jahre revidiert und was daraus entstanden ist, ist etwas sehr Minimalistisches, allerdings auch sehr Wirkungsvolles. Jeder Instrumentalist, der in diesem Ensemble ist, spielt mit seinem, also außer seinem Instrument, auch noch andere Instrumente dazu, meistens Schlag. Greek ist meine erste Berührung mit einer Oper. Das ist quasi meine erste Opernarbeit, die ich mache. Sonst arbeite ich ja eher am Schauspiel. Und es ist schon eine besondere Zusammenarbeit für mich, weil es sind 4 Solistinnen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das ist eine moderne Oper. Das heißt, auch für die Sängerinnen und Sänger ist das wie eine erste Berührung mit einem Stoff, den sie vorher noch nie in Kontakt getreten sind. Dean Murphy, unser Hauptdarsteller, spielt immer Eddie. Alle anderen Kolleginnen spielen quasi 10 Rollen und das ist natürlich großartig, dass sie immer zwischen den Figuren springen müssen und da gibt es natürlich viel zu erleben und viel zu lachen und das ist auch eine, ja, ich würde sagen, ein schöner erster Kontakt, den man sich besser nicht vorstellen könnte.